Mit Ihrer Wirtik-App können Sie komfortabel einen Urlaubsantrag erstellen. Öffnen Sie Ihre Wirtik-App und klicken Sie auf Urlaubsantrag. Klicken Sie auf den Button Neu. Geben Sie nun den Abwesenheitsgrund ein, beispielsweise Erholungsurlaub, Sonderurlaub oder Freizeitausgleich. Welche Abwesenheitsgründe es in Ihrem Unternehmen gibt, hat Ihr Unternehmen festgelegt. Sprechen Sie im Zweifel Ihren Vorgesetzten an. Tragen Sie unter Datum von den ersten Tag Ihrer Abwesenheit ein und unter Datum bis den letzten Tag. Wenn Sie nur halbtags abwesend sein wollen, ändern Sie diese Einstellung. Erkundigen Sie sich aber zuvor bei Ihrem Unternehmen, ob Sie halbe Tage beantragen dürfen, denn anderenfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung. Unter Bemerkung können Sie eine Notiz für sich eintragen oder eine Nachricht für Ihren Vorgesetzten, der Ihren Antrag prüfen und freigeben muss. Nachdem Sie alle Daten eingegeben haben, sollten Sie den Entwurf speichern. Wählen Sie die Aktion Speichern und klicken Sie dann auf Speichern. Im Feld Aktion können Sie verfolgen, dass das System Ihren Antrag erfolgreich gespeichert hat. Prüfen Sie nun, ob die Antragsdaten korrekt eingetragen und übernommen wurden. Beispielsweise könnte es passieren, dass Sie versehentlich mehr Urlaub beantragen, als Ihnen noch zusteht. Klicken Sie auf Info und prüfen Sie diese Felder. Im Feld Tage sehen Sie die Anzahl von Arbeitstagen, für die Sie Urlaub beantragt haben. Der Stichtag ist der letzte Tag Ihres Antrags. Im Feld Stichtagsjahr sehen Sie Ihren Jahresanspruch. In Vortrag Vorjahr sehen Sie den Restanspruch, der aus dem Vorjahr übernommen wurde. Wie viele Tage Sie bereits für den weiteren Jahresverlauf beantragt haben, sehen Sie im Feld nach Stichtag vorgemerkt. Nachdem Sie die Daten geprüft haben, klicken Sie auf Zurück. Wenn Sie etwas an Ihrem Antrag korrigieren möchten, ändern Sie die entsprechenden Daten und speichern Sie Ihren Entwurf erneut. Wenn Sie Ihren Antrag doch nicht absenden möchten, lassen Sie ihn einfach als Entwurf stehen. Vielleicht möchten Sie ihn zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgreifen. Löschen können Sie Ihren Entwurf nicht. Wenn alles in Ordnung ist, können Sie den Antrag absenden. Wählen Sie hierzu Beantragen und klicken Sie dann auf Speichern. Der Antrag wird nun an Ihre Vorgesetzten weitergeleitet.